So, schönen guten Abend und herzlich willkommen, wie immer, mittwochs zu unserem, ja, gewohnten Erfahrungsaustausch. Ich freue mich, dass ihr da seid und begrüße euch hiermit. Und ja, unser Erfahrungsaustausch, ihr wisst es, dient dem Zweck, dass wir unsere Erfahrungen erzählen und vor allen Dingen den Leuten, die neu sind, die gerne mal zuhören, die, ja, sich mal andere Meinungen anhören wollen, von denen die Produkte schon länger nehmen, auch hören können. Ne? Ich weise nochmal darauf hin, diese Veranstaltung hier wird aufgezeichnet zum Zwecke des nochmal Anschauens und des Versendens auch an weitere Interessenten und so weiter. Beachtet das bitte, wenn ihr was sagt. Ansonsten bitte ich euch, keine Krankheiten zu nennen und keine Heilaussagen zu machen. Krankheiten könnt ihr umschreiben mit den Effekten, die damit auftreten. Die allermeisten verstehen das dann. Den Rest reichen die Effekte, die bekämpft wurden oder erfolgreich besser wurden. Und Heilaussagen wäre also zu behaupten, dass Lemonine irgendeine bestimmte Krankheit heilt. Das können wir alle nicht belegen. Aber wir wollen auch hier keine Studien machen, sondern wir wollen uns hier austauschen mit unseren Erfahrungen. Dazu bitte ich euch, euch auch rege zu beteiligen. Ihr wisst es, wir machen das für die Neuen hier. Die profitieren davon. Die hören sich das gerne an. Die haben auch nicht alles schon doppelt gehört, wenn jemand meint, er hat seine Erfahrung schon mal erzählt. Klar, haben wir alle schon mal. Ich erzähle auch meine gern nochmal. Aber wie gesagt, interessanter sind für alle natürlich die jüngeren Kandidaten, die das nehmen und schon tolle Erlebnisse hatten. Ja, und da weiß ich zum Beispiel schon von einer. Ich hoffe, dass das klappt. Ich nehme es auch gleich dran, Sabine, dass du schon mal Bescheid weißt. Weil wir nämlich nicht wissen, wie die Verbindung läuft, aber sie nimmt die Produkte jetzt schon ein bisschen. Ich schalte schon mal frei. Das habe ich nämlich untersagt, damit es nicht so viele Störgeräusche gibt. Ja, Sabine, hallo, wie geht's dir? Erstmal. Gucken wir erstmal, ob wir. Hallo. Ja, wir hören dich. Wunderbar, das klappt schon mal. Jetzt Ja, steht das ich Bild hoffe, ihr aber. versteht mich ein bisschen. Ah, super. Ja. Es hakt immer mal offensichtlich, Sabine. Im Moment Das ist. macht nichts, wenn ihr mich hört, ist ja die Hauptsache. Ja, genau darum geht's. Das klappt offensichtlich nicht immer, aber versuch mal, erzähl mal was. Okay. Und ja, genau, ein Tipp noch, das Bild könntest du mal ausschalten, dann sehen wir dich nicht, aber dann sind viel mehr Daten für die Tonübertragung da und Okay, genau. das könnte helfen. Kannst ja danach So ist wieder besser, anmachen. ne? Okay. Ja, gut, ich habe jetzt eine OP hinter mir, die hat aber jetzt hiermit nichts zu tun, sondern was mir aufgefallen ist, ich hatte es letztens schon mal angedeutet, ich habe ein Problem mit einer Arthrosenart und musste immer eine Handmanschette tragen und die sollte jetzt auch Ende des Jahres dann auch operiert werden. Und so bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, fiel mir auf, ich habe die eine Woche schon gar nicht mehr getragen. Sogar mein Mann fiel das auf, hatte aber immer noch Schmerzen drin. Nicht extrem, aber eben Schmerzen ein bisschen. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich 3 Wochen, 4 Wochen ist das schon her, dass ich die Manschette jetzt gar nicht mehr trage. Der Schmerz ist kaum noch sichtbar. Fing an, die einzige Veränderung, die ich in meinen Medikamenten gemacht habe, war eben das, dass ich Lemonine, Omega und Immune einnehme. Und das ist das Einzige, weil ich wirklich auch meine ganze Situation geändert habe. Ja, und das geht weg. Also eine OP muss da überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Der zweite Hammer ist, ich bin jetzt so, ja, eine Woche aus dem OP draußen und chatte natürlich viel, schreibe viel. Und mir ist meine Brille am Anfang der Woche kaputt gegangen. Also ich behaupte jetzt nicht, dass ich die beste Leserin wieder geworden bin, aber meine Buchstaben sind klarer. Ich kann das also ohne Brille bewerkstelligen. Ist noch knapp, aber es ist eine eindeutige Besserung. Auch da kann ich wieder nur sagen, ich habe nicht geändert an meiner ganzen Lebenseinstellung, an meinen ganzen Medikamenten, auch wenn ich selbst sehr überrascht drüber und kann mir das eigentlich nur, ich kann es nur darauf unter Umständen zurückführen. Ja, ich finde das Auf total Lemonine. interessant, absolut. Wunderbar. Nee, das Ich klingt führe doch das, super. ja, ich führe das. Das ist wirklich super und ich bin ja nun keiner, der da gerade auf Medikament zuläuft und sagt, hurra, das ist es und das wirkt jetzt. Also ich bin da eher ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen skeptisch, aber hier, das überrascht mich sehr.
Besonders eben das mit meiner Arthrose in meinem Daumen. Das ist der absolute Clou. Das ist wirklich, da war die OP ist angesetzt. Ja, sobald ich mich erholt habe, die muss nicht mehr gemacht werden, auf gar keinen Fall. Wunderbar. Und das Glaub ist ein nur weiter ganz fest tolles dran. Ergebnis. Genau, das hilft schon mal. Ja, ich freue mich. Nee, Ja, wunderbar, und auch das sonst klingt bin ich ganz. super. Und ziemlich, ja, Ja. beeindruckend schon nach der kurzen Zeit. Wie lange nimmst du es? Noch nicht so lange, Ich glaube, das sind jetzt vier, ne? 5 Wochen vielleicht. 5 Wochen. Der Andreas müsste es besser wissen. Der weiß, wann er es mir abgeschickt hat. Vier, Also sagt ich er. denke mal, es sind jetzt 5 Wochen. Ist es ja. Ungefähr. Ja, gut. Ob vier oder fünf, aber Viel besser. Ja gut, das haust genau hin. Ja, bei super. den Ergebnissen Die wollte ich nur nächsten 4 Wochen. sagen, hätte ich auch 8 Wochen gewartet, also ich an meiner Stelle, aber ich weiß es ja auch vorher schon. Ne? Du musstest dich noch überzeugen, hast gesagt, bist tendenziell skeptisch, genauso ein Typ, wie ich auch bin. Ja. Deswegen habe ich auch alle Verständnis für diejenigen, die nicht so leicht zu überzeugen sind, denn bei mir war es letztlich nicht anders. Aber das finde ich Super. schon mal ganz toll. Vor allen Dingen natürlich, weiß ich nicht, das verbesserte Schmerzempfinden, ne? Das wird dir sicherlich am meisten erstmal helfen, Richtig. ne? Und sicherlich Genau, auch es am ist ja das. aufgefallen sein. Genau. Eben, genau. Das ist ja vor allem, ich habe ja durch meine Erkrankung mit den Knochen sämtliche Arthrosen überall drin. Und ich lasse mich jetzt ganz toll überraschen, wie mein Heilungsprozess vonstatten geht. Der ist ja nun noch sehr, sehr lange. Und Arthrosen machen da immer ein großes Problem und sehr viele Schwierigkeiten in so einem Heilungsprozess. Und wenn das jetzt rausgeht, habe ich gute Hoffnung, dass das noch besser werden kann. Also zu der Die zweiten. behalte dir mal und da kann ich dir eigentlich nur noch den einen Tipp geben, dein Konsumverhalten, um das Digestive zu erweitern. Warum weißt du schon, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Gell? Ansonsten Auf kann man jeden dir gar nichts weiter sagen. Fall. Außer weiterhin gute Besserung wünschen, ne? Dass es jetzt ganz fix geht. Und was noch Vielen, ganz, vielen Dank. die Ärzte, das hat mir die Genau. Sabine auch eben gesagt, ich habe eben mit der telefoniert. Die Ärzte wollten sich, glaube ich, vorher, direkt bei der letzten OP warst du 4 Wochen da in der Klinik. Ne? Richtig, ganz genau. Und jetzt sagen Ich die, werde geh nach dich. Hause. Sind jetzt 14 Tage knapp, noch nicht mal. Ich wurde am Mittwoch letzte Woche operiert. Ich bin am Dienstag ins Krankenhaus gekommen, werde jetzt am Sonntag entlassen. Und die OP hat auch 4 Stunden gedauert und war nicht ganz einfach. Und nur diesmal. Jetzt hängt es wieder. Genau. Vielleicht kommt sie wieder. Bisher hat es geklappt. Aber jetzt sieht es so aus, Also. als wäre sie weg. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist rübergekommen, ne? Und auch die, ja, für mich beeindruckende Erfahrung, auch in dem Ausmaß nach der kurzen Zeit, finde ich schon bemerkenswert. Vielen Dank, Sabine, falls du uns noch hörst. Für uns bist du jetzt weg, aber komm gerne wieder. Die Jacqueline hebt die Hand. Ich denke mal, du weißt, wie das geht. Von daher war das kein Versehen. Ach ja, ihr könnt euch nicht freischalten. Moment, ich ändere das gerade mal. So, okay, jetzt könnt ihr euch auch freischalten Okay, und dann könnt kann ich ja gerne jetzt noch. auch Hallo sagen an alle. Guten Ah, Abend. So wollte ich ja auch nochmal machen, ne? ja. Macht man ja eigentlich. Macht es. Ja, und ich kann zu diesem, dass Sabine sagt, sie sieht viel besser. Da kann ich was dazu beitragen von dem Kollegen. Das ist ein Kollege aus der Schweiz, dem habe ich eben auch im November, glaube ich, letzten Jahres, und das habe ich ganz begeistert von Lamina erzählt. Und na, ja, also am Anfang, ich glaube, er hat es einfach mir zuliebe ausprobiert, ja, weil er war natürlich auch total skeptisch und ich habe aber so viel erzählt, na, dass er sagt, naja, komm, also das bestelle ich mir jetzt einfach mal. Und dann haben wir uns am 6. Januar, haben wir uns gesehen, da hat er es also ungefähr 14 Tage genommen. Und dann sagt er zu mir irgendwann mal, du sag mal, kann das sein, dass man da besser sieht? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich schon hin und wieder mal gehört, sage ich, warum denn? Ja, irgendwie, er sieht viel besser am PC. Ja. Also er war auch so ein Totalkritiker, ja, der so gesagt hat, ach komm, das kann doch gar nicht sein und ist mittlerweile wirklich ein totaler Verfechter von Laminein, weil er es einfach bei sich selber wirklich als allererstes mit den Augen gesehen hat. Und er hat gesagt, die ersten paar Tage hat er wirklich gedacht, er bildet sich das ein, ne? Aber es ist mittlerweile so viel besser geworden, dass er eigentlich ganz selten nur noch eine Brille braucht. Also darauf warte ich immer noch. Das klappt bei mir nicht. Aber gut, vielleicht habe ich auch einfach zu schlechte Augen oder es dauert noch ein bisschen, ja.
Aber also ich habe es jetzt wirklich schon von vielen Leuten gehört, dass dieses verbesserte Sehvermögen, also ist eigentlich auch so ein Klassiker. Ich würde es nicht als Krankheitsbild bezeichnen, ne? Aber es ist auf jeden Fall etwas, was Lebensqualität hat, definitiv, oder verbessert. Auf jeden Fall. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht so verwunderlich, wenn man ja weiß, wie, sagen wir mal, Sichteinschränkungen zustande kommen können. Ne? Denn das ist ja nicht nur langfristig bedingt durch zum Beispiel die Veränderung der, der Hornhautschicht, ne? Durch was auch immer, sondern es kann zum Beispiel auch durch Blutungsproblemen, ne? Kann es allein schon zu Sehproblemen führen. Ne? Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man seine Durchblutungssituation verbessern kann, kann man auch verstehen, warum ja auch Körperfunktionen wie das Sehen zum Beispiel sich auch kurzfristig verändern können. Denn mein Eindruck ist, dass das entweder zügig passiert, so wie du es erzählt hast, Jacqueline, ne? Oder auch wie Sabine es eben erzählt hat, oder es dauert ganz, ganz lange. Denn bei mir war die erste Verbesserung, die aber auch messbar, es ist nun mal so, ne? Es hat ja ein Arzt gemacht, nach einem Jahr ungefähr erst eingetreten. Aber meine Dioptrienzahl hat sich verringert. Und das ist das erste Mal nach 20 Jahren gewesen. Ne? Sonst ging es 20 Jahre lang nur in die eine Richtung. Aber gut, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es lohnt sich, das auszuprobieren. Jetzt haben wir wieder gehört, warum. Michael meldet sich. Bitte schön. Jawohl. Der Michael meldet sich. Ja, ihr habt ja gerade über verbessertes Sehen, hi Alex, über verbessertes Sehen gesprochen. Und gestern war ganz interessant, da habe ich nämlich dazu auch noch eine Mitteilung bekommen. Ich mache jetzt mal eben Screensharing an. Ich habe die Dame auch gefragt. Sie sagt, klar, du darfst mein Erlebnis mit den Produkten teilen. Mhm. Und ich mache jetzt mal den Bildschirm. Die habe ich nämlich gestern bekommen, diese Nachricht, damit man auch sieht, okay, der Berg ist in Kalifornien, erzählt halt irgendeinen Stuss. Und das habe ich hatte gerade Bitte? Kannst du ein bisschen zoomen, dass man es größer sieht? Das glaube ich funktioniert nicht. Ich lese es einfach vor. Also hier sieht man, ich habe von der Yvonne eine Nachricht bekommen. Gestern kam Lemonine hier an. Ich bin völlig im Arbeitsstress im Moment und habe gerade mal 3 Kapseln bis jetzt genommen. Es ist der Hammer. Nach dem ganzen Stresstag habe ich das Gefühl, jetzt noch Bäume ausreißen zu können, den Garten umzugraben und ein 200-seitiges Buch zu schreiben. Normalerweise geht nach so einem Tag absolut gar nichts mehr und ich brauche extreme Ruhe. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, das war eine Nachricht, dann habe ich noch ein bisschen mit ihr gesprochen. Und sie sagt halt dann nochmal, ich bin gespannt, wie es mir am Freitag nach der Arbeit geht. Ich habe jetzt 3 wirklich extreme Tage mit Arbeit vor mir. Normalerweise reicht ein solcher Tag, um mich total für eine Woche flach zu legen. Ich werde wieder berichten. Dann, ich spreche extrem gut auf alles Mögliche an. Ich will es lieber vorsichtig angehen. Ich kenne mich ja recht gut. Also sie ist jemand von den Leuten, die sagt, okay, ich merke sofort, wenn in meinem Körper was passiert. Wie man sieht, nach der ersten Einnahme von 3 Lemonine, will man Bäume ausreißen, Bücher schreiben, Gartenarbeit machen. Und dann hat sie mir noch was geschrieben. Gestern Nachmittag und gestern Abend habe ich gerade noch die 4 Kapseln genommen. Meine Rentnerin, okay, die Schüler von ihr, sie ist Lehrerin, die denken, die ist so begeistert, die hat den Schülern davon erzählt. Die glauben jetzt, nächstes kommt sie mit dem Dreirad zur Schule. Und einen Effekt merke ich gerade noch extrem. Ich sehe klar, wo wir wieder bei dem Thema werden, was wir vorher hatten. Das ist am Abend normalerweise echt schlecht geworden, seit circa einem Jahr. Also, wie gesagt, die Dame hat einmal 3 Lemon eingenommen, ja, kann Bäume ausreißen und hat sofort schon ein verbessertes Sehvermögen. Und ist natürlich schön, wenn man solche Nachrichten dann halt bekommt. So tolle Nachrichten kommen nicht jeden Tag, aber ich dachte, passt jetzt gerade zu den Berichten, die ihr vorher erzählt habt. Und man sieht halt mal, die Anwender sind begeistert, die freuen sich, dass man das Produkt mit denen geteilt hat. Und ja, tolle Ergebnisse. So schaut's aus. Ja, passt, hat wunderbar gepasst, Michael. Vielen Dank. Ja, das wollen wir ja hören. Ne? Schöne, vielfältige, verschiedene Erfahrungen, mit denen wir uns hier austauschen können. Ja, wenn ihr was sagt. Alex, ja? Ich kann direkt noch einen zu den Augen dazu bringen. Dann haben wir jetzt halt einfach hier mal Schwerpunktthema Augen und Sehen. Die Oma von meinem Schwiegersohn, die Dame, die ist auch schon so ein bisschen über die 80 und die ist jetzt ganz verzweifelt, weil sie an einer Augenkrankheit leidet, die ich jetzt hier nicht nennen darf. Es gibt die aber in feucht und trocken, also die Leute unter uns, die sich da ein bisschen auskennen, wissen, wovon ich rede.
Für die anderen langt vielleicht einfach, dass man davon unwiederbringlich blind wird. Ja, das ist also, das ist halt der Weg, der einem dann bevorsteht. Und sie ist natürlich ganz verzweifelt, die arme Frau. Und auf dem einen Auge ist sie schon so gut wie blind und auf dem anderen hat sie aber noch Sehkraft. Und dann kam eben die Frage vom Janik, kannst du nicht irgendwas für die Oma machen? Und jetzt weiß ich, eine Kollegin von mir, die arbeitet ganz viel mit dieser Augenkrankheit und mit diesen augenkranken Menschen. Und die habe ich natürlich dann angetextet. Die ist auch bei mir im Team drin, die arbeitet also auch mit Laminein. Ja, und sie hat dann gesagt, sie macht natürlich nicht nur Laminein, sondern da kommt dann Omega-3 dazu, da kommt dann Vitamin C dazu, da kommt Zink dazu und, dass ich jetzt nichts vergesse, irgendwas habe ich jetzt noch vergessen, fällt mir nachher ein, ne? Also da wird natürlich so ein ganzer Pack noch gepackt, Vitamin B-Komplex kommt noch dazu. Ja, aber Laminein, sagt sie, ist da wirklich so dass die Säule davon. Naja, und dann haben wir vor einer Woche, letztes Wochenende, ist ja noch gar nicht eine Woche her, das war am Nee, das stimmt nicht. Ups, jetzt ist irgendwas ganz laut gewesen. Ist jetzt knapp 10 Tage her, 8, 9 Tage haben wir dann der Oma da so ein Päckchen gemacht. Dann habe ich Laminein, Immune, ne, Vitamin C, Heilpilze, habe ich gedacht, das passt auch. Omega-3 natürlich, dann haben wir aber auch noch Zink und Vitamin B-Komplex, kriegt man ja überall. Ja, und haben wir dann einfach mitgeschickt und eben gesagt, wie sie es nehmen soll. Sie hat jetzt zum Beispiel also 3 Laminein auch am Tag. Sie hat sie 3-mal am Tag genommen, weil sie ist es gewöhnt, ihre Sachen so 3-mal am Tag zu nehmen. Und ich dachte, komm, das lassen wir genau so. Weil bei jemandem, der über 80 ist, das sind ja Veränderungen eh schon schwierig. Und wenn du dann natürlich gleich kommst mit einem riesen Paket, ja, dann lieber so, wie die es schon kennen. Und heute rief dann die Schwiegermutter von meiner Tochter an und sagte, habt ihr das Zeug da? Und ich muss schon wieder lachen, ja, weil bei uns sagt ja immer, jeder liegt vielleicht bei uns irgendwie an der Gegend, das Zeug ist immer Laminein. Ne? Und dann Natascha, ja, wieso, oh Gott, und was ist denn los? Na, erstmal so, oh, Liebezeit. Und der Oma geht es viel besser und die ist viel besser drauf. Die hat das Gefühl, dass sie besser sieht. Sie ist aber auch insgesamt, ist ja klar, wenn wir wissen, wie Laminein funktioniert. Ja, wir wissen natürlich, dass die Frau jetzt auch nochmal so ein bisschen so einen Schub kriegt, ja, so Serotoninspiegel hoch und, ne, also das, sie weint nicht mehr, sie ist gar nicht mehr so verzweifelt und sie hat jetzt einfach so wirklich das Gefühl, man kann ihr auch helfen, sie kann auch selber was tun. Jetzt haben wir heute, ja, sie braucht das sofort wieder, die erste Dose ist leer. Sag ich, ja toll, melden die sich heute, ne? Sie braucht jetzt sofort Laminein. Also, wir bei meinem Ex-Mann angerufen, hast du noch welche? Ja, er hat noch 3 Dosen rumstehen. Wir da hingefahren, das ganze Zeug zusammengesammelt, ja, der Oma wieder ein Paket geschnürt. Und jetzt kann die Oma auf jeden Fall wieder weiternehmen. Also solche Sachen finde ich herrlich, ja, weil wenn man dazu weiß, dass einfach die Familie von meinem Schwiegersohn, die sind sehr kritisch, ja, also überhaupt gegenüber allem, was so Naturheilkunde angeht, gegenüber dem, was ich tue, die mögen mich zwar, aber so, dass was ich tue, das ist doch immer noch so ein bisschen suspekt. Und das finde ich jetzt so schön, ja, einfach weil so, ja, weil es der Oma einfach auch so insgesamt so besser geht. Natürlich sieht die jetzt noch nicht viel besser, kann auch nicht sein nach den paar Tagen, ja, mit dieser schweren Erkrankung. Aber sie hat wieder Mut und sie ist einfach wieder, ja, wieder guter Dinge. Also ich denke, da werden wir noch sehr viel erreichen. Ich werde weiter berichten, ja. Also von dem haben wir heute wohl Schwerpunkt Augen am Anfang, aber das ist ja auch mal was Schönes. Genau, habe ich mir auch gerade gedacht. Hat ja, man auch, und Moral naja, von der Geschichte, habt bitte immer genug von dem Zeug zu Hause. Sonst kommt der Anruf und dann musst du wieder irgendwo betteln gehen. Aber das ist offensichtlich nicht nur ein regionales Phänomen, denn der Andreas sagt das auch. Der sagt auch okay. Kram oder ja, Verschiedenes. Ja, das ist auch schön. Ja, na, solange man es ja wertschätzen kann, kann man es ja nennen, wie man es will, ne? So, ihr Lieben, neue Erfahrungen wollen wir hören. Oder neue Erfahrungen, die ihr erzählt bekommen habt, sind auch kein Problem. Ihr könnt hier die Hand heben, wenn ihr es dezent mögt. Oder ihr könnt euch auch einfach freischalten. Ist so eingestellt. Ja, die Dagmar, ja, das habe ich eben schon gesehen. Habe mich auch gefreut, dass es klappt. Aber ich weiß nicht, wie gut es klappt, weil sie war zwischenzeitlich schon wieder weg. Ansonsten kann sie auch gerne mal was erzählen. Sie hat... bist du da, Dagmar? Hörst du uns? Nee? Dann musst du freischalten. Ich kann ich gar nicht. Also sie hat keine Mikrofonfunktion anscheinend. Ja, wie auch immer.
Ihr Lieben, sagt was, erzählt was. Gerti, gibt es bei dir was Neues? Also, Maria, neue Erfahrungswerte, hallo. Einen schönen guten Abend in die Runde. Ein etwas Neues habe ich nicht, aber ich habe alles begeisterte Anwender und ich hoffe, dass bald neue Erkenntnisse kommen. Es tun sich so verschiedene Sachen. Ich hatte heute früh, obwohl ich verschlafen habe, um 9:30 einen Anruf von einer Kundin, die mir berichten wollte, dass es ihr im Allgemeinen besser geht. Ich habe dann versucht, sie anzurufen, habe sie aber leider nicht erwischt und war dann auch weiter unterwegs, aber es geht ihr im Allgemeinen besser. Ich werde vielleicht morgen früh nochmal eruieren, denn die war dann unterwegs, aber den Leuten geht es im Allgemeinen besser. Also so spezielle Verbesserungen habe ich jetzt nicht mehr direkt gehört. Was mich aber doch erstaunt hat, diese eine Kundin aus Schmalkalden, die hatte mir erzählt, dass ihre Mutter, die über 91 ist, dieses gegeben hat, weil die aus dem Bett gar nicht mehr aufstehen wollte und gar nichts mehr machen wollte. Dann hat sie ihr das geben wollen, die alte Dame wollte es nicht nehmen. Und dann hat sie es ihr einfach auf meinen Rat ins Essen gemischt. Und nach 3 Tagen hat sie mich angerufen und meinte, ja, meine Mutter nimmt das Leben wieder an. Sie hat gestern Abend wieder Ordnung gemacht und ist zum ersten Mal wieder allein ins Bett gegangen. Und nach Ostern rief sie mich an und sagte, ja, also jetzt muss ich mal ganz schön aufpassen mit dem Zeug, ja, weil meine Mutter mir sonst wieder auf den Kopf herumtanzt. Ja, also es geht ihr sehr viel besser im Allgemeinen und das sind ja schon mal sehr positive Sachen. Eben, wollte ich doch auch sagen, ja. Eine allgemeine Verbesserung ist ja auch eine gute Verbesserung, ne? Ja, mit der kann man, absolut. Mit der kann man leben, ne? Ja, absolut. Hängt ja, wie gesagt, immer auch vom eigenen Anspruch ab, ne? Und ja. Gut, bei so einer Sache ist wieder zu bemerken, dass man das natürlich grundsätzlich nicht empfehlen kann, über jemandes Kopf hinweg, ne? Okay, ich sag mal, Verheiratete ist dann noch so eine andere Sache. Aber zumindest ist in dem Fall nachgewiesen, dass es auch kein Placebo haben kann wieder, ne? Wenn die Person das nicht wusste. Aber eben solche Verbesserungen irgendwie, auch wenn es allgemein ist, verspüren kann, dann ist es doch ein Gewinn, möchte ich meinen, ne? Ja, aber weißt du, Alex, wenn Leute den Anspruch haben, so schnell Verbesserungen zu erleben, dann sage ich immer, nachdem eine Verschlechterung des Zustandes, ich will nicht Krankheit sagen, im Laufe der Jahre erst zustande gekommen ist, was wir gar nicht gemerkt haben, weil wir für unseren Körper nichts Positives getan haben, dann erwarten wir, dass das innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen wieder weg ist. Also man müsste schon ein bisschen mehr Geduld haben und diesen Reparaturmechanismus im Körper richtig greifen lassen. Und dann haben wir bestimmt alle positive Ergebnisse. Sehr richtig und gut, dass du nochmal darauf hinweist. Ich möchte aber nicht Michael abwürgen. Ich glaube, der hat sich schon mal eingeschaltet. Bitte sehr. Du wolltest bestimmt zur Gerti noch was sagen. Michael? Ich habe mich nicht freigeschaltet. Entschuldigung. Yeah. weil die Gerti ja jetzt gerade noch da ist und ihr Mikrofon noch frei hat. Nur kurze Information zur Gerti. Die Gerti hat ja mehr oder weniger viele, viele Jahre der Pharmalobby angehört, denn sie hat eine Apotheke geführt und ja, hat, sag ich mal, diverse Dinge, die wir nicht so toll finden, auch dementsprechend verkauft, aber sich auch mit den alternativen Geschichten beschäftigt und kennt sich natürlich dementsprechend extrem gut mit dem Körper aus. Und ich war gestern noch bei ihr auf einem Zoom-Call, wo sie selber 4 Leuten die Produkte komplett von vorne bis hinten vorgestellt hat, hat sie total fantastisch gemacht und hat den Leuten auch ihre eigenen Erfahrungen geschildert. Ich weiß, Gerti, du bist vielleicht müde, deine eigenen Erfahrungen zu erzählen, aber ich sehe heute wieder andere Leute hier in der Gruppe, die bestimmt deine Erfahrungen noch nicht gehört haben. Der eine oder andere hat sie gehört. Vielleicht kannst du die dann doch noch mal ganz kurz wiedergeben in der Kurzform. Gut, ja. Danke dir. Also, meine ersten Erfahrungen waren, nachdem ich hier in dieser Erfahrungsaustauschgruppe mal gehört habe, ich weiß es jetzt nicht mehr von wem, dass man so ein bisschen Hautveränderungen merken kann. Und am nächsten Morgen in der Dusche habe ich so geguckt und merkte, aha, hier
an diesem äußeren Handgelenk hatte ich immer so eine Warze, eine kleine. Die ist immer wieder entstanden. Ich habe sie wieder mal abgefeilt, dann war sie wieder da. Und jetzt merkte ich, huch, die ist überhaupt nicht mehr. Und man merkt gar nicht mehr, wo die überhaupt war. Die war dann plötzlich total verschwunden. Dann hatte ich hier am Arm innen eine ganz hässliche Schramme. Die habe ich mir bei, Nichtachtung eines Bügeleisens, eines heißen Bügeleisens, das in der Nähe war, mal zugezogen. Und die war wirklich hässlich. Und auf einmal merke ich, oh, wo war die nur? Man sieht es ganz, ganz schwach noch. Also sie ist auch ganz gut verschwunden. Und meine Besenreise auch. Ja, und das Schlimmste, was ich so hatte und mit dem man natürlich nicht pausieren geht, ist natürlich, wenn man einen Reizdarm hat. Und jeder, der weiß, wie das ist, das ist keine angenehme Sache. Man traut sich nicht so hundertprozentig spontan aus dem Haus zu gehen. Man geht noch hundertmal aufs stille Örtchen und sagt, also sicher ist sicher, bevor ich draußen irgendeine unangenehme Überraschung erlebe. Und seit ich Lemmy nehme, und das sind jetzt 3 Monate, gehört das Ganze absolut der Vergangenheit an. Ich bin ein wirklich glücklicher Mensch. Also ich kann aus dem Haus gehen, ich kann spontan aus dem Haus gehen, ich muss gar nicht mehr dran denken. Es ist wirklich total toll. Also das ist meine absolut positivste Erfahrung. Super, danke dir. Hast du nicht noch was vergessen? Was war denn mit deinen Haaren? Da war auch noch was. Die Haare. Ja, also ich habe mir ja jetzt seit November habe ich mich entschlossen, meine Haare also meinem Alter entsprechend mal herauswachsen zu lassen, dass die grauen Haare wieder sichtbar werden. Ich wusste ja gar nicht, wie viele graue Haare ich habe, weil ich sie mir gefärbt habe. Und jetzt auf einmal kommen hier hinten, wachsen mir meine Haare in meiner ehemaligen Farbe nach. Hinten am Hinterkopf. Also mal sehen, wie das weitergeht. Ich werde jetzt zum Friseur gehen, mal wieder alles schneiden lassen und dann sehen wir mal, ob ich in einem halben oder einem Jahr meine ursprüngliche Farbe ganz wieder habe. Aber hier am Hinterkopf habe ich sie schon. Also lasst euch mal schön überraschen. Genau, sehr gut. Danke dir, Gerti. Und ja, Respekt an Michael. Das ist doch mal Kundenbetreuung, wenn man das noch so nennen kann. Ne? Ja, das ist ein absoluter Der da besser weiß, Bescheid weiß, als der Betroffene manchmal selber. Aber da muss ich auch mal zu sagen, das ist auch immer so ein bisschen so ein Effekt. Ne? Auch der, der sich hier so ein bisschen durchzieht, erstmal vergisst man seine eigenen ehemaligen Einschränkungen. Ne? Und dann vergisst man sie auch immer noch zu erzählen. Hier. Ja. Das ist das Leid, mit dem wir uns hier... Jacqueline, bist du da noch? Ich habe eine Frage an dich. Danke euch beiden. Danke dir, Gerti. Ich bin da, Andreas. Ja, ich möchte mal für jemanden stellvertretend etwas fragen. Ich habe heute eine Nachricht bekommen. Ein Partner von mir benutzt die Produkte jetzt noch gar nicht so lange und hat mich heute Morgen angeschrieben, du sag mal, kann es sein, dass ich kräftiger, also dicker geworden bin? Und er nimmt jetzt Digestive. Und hat eine Weile, er hat ein Blähbauchgefühl. Ich meine, ich weiß, woher es kommt, aber vielleicht kannst du es allgemein noch mal besser erklären. Also meine Erklärung war die, dass sich jetzt der ganze Kram aufweicht und der Hefeeffekt, der bekannte oder berühmte, und dass es dann irgendwann vorwärts geht. Ne? Also erst nochmal langsam, er nimmt Laminein und Digestive. Er nimmt alles, er nimmt das Powerhouse, die Powerhouse-Dosierung. Okay. Und hat das Gefühl, einfach einen Blähbauch zu haben. Also der hat nicht zugenommen, jetzt nicht irgendwie 5 Kilo mehr auf der Waage, sondern Blähbauch. 1,5 Kilo mehr. Aber ich meine, ich sage keinen Namen, Harald, aber vielleicht willst du selber mal fragen. Aber was? Möchtest du dazu was sagen? Du kannst ruhig meinen Namen sagen. Okay, dann stell dir am besten selbst. Der Alois, oder habe ich jetzt... Habe ich jetzt nämlich so akustisch nicht ganz mitgekriegt. Ja gut, warum Blähbauch? Wie viel Digestive nimmst du, Alois? Harald. Angefangen habe ich mit 3, glaube ich. Also 3x3.
Ja, was? Und jetzt bin ich auf 3x1. Nein, mit 3x2 habe ich angefangen und jetzt bin ich auf 3x1. 3x2 Digestive? Habe ich angefangen, die ersten 3 Tage. Okay. Okay. Und dann bin, und jetzt bin ich auf 3x1. Mhm. Gut, dann gehst du jetzt auf 2x1 zurück. 3x3 ist natürlich ganz krass. 3x2, Entschuldigung. 3x2, waren die ersten 3 Tage. 3x2. Ja. Andreas, jetzt bringst du mir ein bisschen in eine komische Situation. Ja, du weißt, dass Andreas da empfiehlt, gerade am Anfang. Ne? Ist ein bisschen kräftiger gebaut und hat in der Richtung noch nicht was getan und seinen Darm abnehmen, Stoffwechsel in Gang bringen und dann erst mit Flamelline anfangen. Ne? Ja, aber es ist natürlich so, ich versuche es jetzt mal ein bisschen allgemein zu formulieren. Wenn man auf einen Darm, der jetzt eigentlich kommt ja aus dem prallen Leben raus, ja? Ich meine, es ist ja auch nicht von ungefähr, wenn man jetzt ein bisschen kräftiger ist und das heißt, man isst auch gerne und vielleicht auch ein bisschen viel. Und dann kommst du in den Darm, der jetzt halt alles gewöhnt ist, aber nicht 6 Digestive auf einmal, ja? Im Digestive ist ein Probiotikum drin und es sind aber natürlich auch die Verdauungsenzyme drin. Und 6 Stück ist dann natürlich schon richtig, richtig heftig. Also so würde ich jetzt als Therapeut da nicht rangehen. Aber ich weiß, die Diskussion, die hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ja, also da macht ja auch jeder so seine eigenen Erfahrungen. Ich sage es jetzt einfach einmal so. Bei der Dosierung wundert mich natürlich überhaupt nicht, dass der Mann einen Blähbauch hat. Ja, dass der Darm jetzt extremst reagiert, das ist vollkommen klar. Deshalb erst mal runterfahren auf 2x1, eventuell auch 1x1, den Darm jetzt mal beruhigen lassen. Eventuell würde es, also wenn es möglich wäre, würde es jetzt in dem Sinn wahrscheinlich in dem Moment sehr viel Sinn machen, irgendwie so eine Darmspülung oder wenn es Einläufe wären oder irgendwie sowas. Ne? Es gibt ja auch bei vielen Heilpraktikern, die machen dann diese Kolon-Hydro-Spülung vom Darm. Sowas wäre jetzt im Moment wahrscheinlich hilfreich. Aber ich denke jetzt erstmal so ein bisschen Darm auch beruhigen lassen. Eine 1,5 Kilo Gewichtszunahme, da würde ich sagen, da wird wohl ein bisschen Wasser vielleicht gespeichert werden. Das sehe ich jetzt bei einem erwachsenen Menschen noch jetzt nicht dramatisch, 1,5 Kilo. Wenn es jetzt 5 Kilo wären, dann vielleicht schon. Aber dass ein Darm einfach auf so eine Menge Digestive auch mal wirklich, sagen wir mal, eher irritiert oder einfach aufgewühlt reagiert. Ja, das muss ja jetzt gar nicht unbedingt negativ sein. Das heißt, es passiert definitiv was. Er nimmt ja die anderen Produkte dann noch nicht, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Jetzt erstmal eigentlich nur Digestive? Nee, er nimmt jetzt auch. Er nimmt Lamelline, nimmt Omega und auch Immune. Okay. Ja, also ich würde jetzt wirklich die Digestive runterfahren auf 2x1 und würde gucken, dass ich irgendwie was mache, was den Darm beruhigt. Eventuell, wenn das so bleibt, Harald, dann kann das auch ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass du einen Hefepilz im Darm hast. Hefepilz ist dieser Candida albicans. Ja? Und den haben ganz, ganz viele Menschen im Darm. Der entwickelt sich immer da gerne, wo die Darmflora einfach nicht mehr passt. Auch gerne nach Antibiotika-Behandlungen oder was Ähnlichem. Und wenn eben so ein Blähbauch jetzt wirklich noch länger bleibt, also länger meine ich jetzt noch 1-2 Wochen, dann würde ich einfach mal eine Stuhlprobe beim Arzt auch testen lassen, ob da vielleicht ein Candida drin ist, weil dann könnte man den eben auch noch ganz konkret behandeln. Das ist einfach nochmal so ein Hinweis aus der Ecke. Aber ich denke, es war wahrscheinlich einfach ein bisschen viel für deinen geschockten Darm, ja. Also der war dann schon natürlich jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet. Wenn du mit 3x2 angefangen hast, dann ist natürlich von 0 auf 6 Digestive ist schon auch was, wo ein Körper erstmal mit klarkommen muss. Ja? Jacqueline, wir hatten damals die Silvia Venus, die hat das auch, die weißt du, die war ja auch ein bisschen kräftiger, die hatte 130 Kilo und die hat, und auch der Detlef Pieper, das war ja eine ähnliche Situation, die haben wirklich auch so über die Art und Weise, haben die abgenommen damit, ne? Und die haben den Darm damit vorbereitet. Die haben da wirklich 3x2 und dann auch über längere Zeit so genommen, ne? Ohne die Probleme, ne?
Ja, aber das muss der Darm halt auch vertragen. Und du kannst einfach nicht sagen, wenn das die Frau Meier, die Frau Müller und der Herr Schulze sind, dann kann das bei der Frau Meier und der Frau Müller wunderbar funktionieren. Aber der Herr Schulze hat halt einfach vielleicht einen empfindlicheren Darm. Dann klappt das nicht. Ja, und in so einem Fall, wenn sowas passiert, würde ich immer erstmal die Digestive zurückfahren, auf jeden Fall. Ja. Oder aber ein bisschen einschleichend beginnen. Also du kannst einfach, es ist halt nicht jeder Mensch gleich und es ist auch nicht jeder Darm gleich. Und die Reaktion, die deutet schon darauf hin, dass der einfach ja, mittelmäßig überfordert war, der Darm. Ja, ja, ich glaube, der Herr hat das dramatisch. Entschuldigung, mein Akku war jetzt komplett tot. Ich habe das total übersehen. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich wieder da mit Kabelanschluss. Ja, wir zeichnen das ja alles auf. Von daher ist nichts verloren. Die Jacqueline, du hast eh alles aufgezeichnet? Okay, ja, super. Die Jacqueline hatte dir das nämlich jetzt eigentlich ja, ein paar wertvolle Tipps gegeben, aber ich wollte nur noch mal allgemein wiederum auf unser generell geltendes Credo ja auch dadurch noch mal hinweisen. Da hat man es ja auch gemerkt. Nämlich, dass man einfach auch auf sich achten sollte und empfinden sollte, was mit einem passiert. Und an dem Blähbauch merkt man ja zum Beispiel einen ganz konkreten Effekt, ja, wovon auch immer, aber wenn das sich so offensichtlich abzeichnet und es in den Bereich geht, dass es einen selber stört, dann muss man einfach auch zu dem Entschluss kommen, dass man wieder was ändert. Ne? Und wenn das eben dann das Reduzieren der Dosis ist, ne, in dem Fall, das kann auch wieder geändert werden. Man kann auch, wenn sich zum Beispiel man, sprich der Körper, in dem Fall der Darm, sich auch daran gewöhnt haben, dann wieder hochgehen. Und auch das hat gute Effekte gebracht, zum Beispiel bei diesen Leuten, dass sie also wirklich gut sozusagen ihren Stoffwechsel auch meiner Meinung nach so anregen und ausgleichen konnten, dass sie also auch tatsächlich insgesamt an Gewicht verloren haben, neben anderen. Effektiver zumindest als vorher. Und das war sozusagen der Ansatz, ne? Und der wertvolle Hinweis war, trotzdem ist jeder unterschiedlich und jeder muss einfach fühlen, was passiert. Und jetzt. Ich habe mir gedacht, dass das eigentlich durch die, so wie der Andreas gemeint hat, dass es wird sich jetzt was bewegen in den nächsten Tagen. Und, ja, das hat es ja. Offensichtlich. Und, ich habe ganz was anderes erwartet eigentlich. Mit Darmreinigung und so habe ich mir eigentlich ganz was anderes erwartet. Ich habe mir gedacht, ja, ich werde da. Er hat dann gemeint, wenn ich glaube, ich brauche die Nähe zur Toilette, dann soll ich mit der Dosis runterfahren. Ja. Ja. No. Ich bin aber nie in diese Situation gekommen, darum habe ich mir gedacht, das kommt noch. Und habe diesen Blähbauch, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das ein Grund ist, aufgrund dieser neuen Situation. Und darum habe ich das auch zuerst gar nicht so ernst genommen. Ich habe extra sogar ein kleines Heftal hergerichtet, wo ich mir wirklich reinschreibe, jeden Tag was passiert. Und in Wirklichkeit für mich ist eigentlich nichts passiert. Ja. Nur heute, wenn wir dann gesprochen haben und wir dann sagt, hast du einen Blähbauch? Sag ich, ja, habe ich einen, wie? Ja. Dann war mir das eigentlich erst wirklich so bewusst. Ja. Mhm. Ich wollte zwar das Gegenteilige erzielen, aber ich hoffe, das kommt noch. Ja gut, aber du darfst jetzt auch nichts verwechseln, denn das ist kein Mittel zur Darmreinigung, ne? Und deswegen okay. Das nicht der Sinn und Zweck und auch nicht das Ziel, sondern es ist ein Mittel zur Verbesserung der Darmsituation im Allgemeinen. Ne? Nichtsdestotrotz kommen natürlich Bakterien, Kulturen, Stämme über das Mittel mit in den Darm. Und Bakterien haben einen Stoffwechsel und deren Stoffwechsel verursacht ja auch zeitweise viele Gase. Ne? Und manchmal ist es dann auch so, viele Bakterien, viele Gase. Ne? Okay. Also was aber ich jetzt empfehlen würde in dieser Situation tatsächlich, da würde ich jetzt echt mal schauen, ob man vielleicht mit ein bisschen Flohsamenschalen oder irgendwie so, also harmlose Mittel jetzt echt den Darm ein bisschen anregt. Ja. Okay. Weil ganz offensichtlich, wenn so ein Blähbauch da ist, dann passieren eben Stoffwechselprozesse im Darm, wo es besser wäre, man kriegt das einfach raus. Ja, ich sage es jetzt mal vorsichtig. Ich habe es vorhin gesagt, wo du wahrscheinlich dann offline warst, dass man vielleicht, wenn es jetzt so eine Kolonhydrospülung gibt, ja, so das machen jetzt in Deutschland Heilpraktiker, ich habe keine Ahnung, wie das bei euch ist.
Einfach so Einlauf oder einfach von oben wirklich mit Flohsamenschalen. Das ist halt jetzt nicht brutal, aber einfach, dass letzte Mal eine Darmreinigung vielleicht auch fällig ist. Ne? Das mag auch ein Hinweis von deinem Körper sein, da muss was raus, ja, weil jetzt ist offensichtlich was angeschubst. Es passiert was im Darm, aber vielleicht muss eben das, was da schon lange drin liegt, nun auch etwas beschleunigt werden. Okay. Das heißt, es passiert jetzt nicht von selber, dass sie das jetzt von selber auflöst irgendwann. Das ist unterschiedlich, Harald. Das ist ganz schwer zu sagen. Also da ist halt wirklich kein Darm gleich. Ja? Manche kriegen relativ schnell einen flotten Otto bei dieser Dosierung. Und wenn dir halt nicht so ist, dann würde ich jetzt an der Stelle auf jeden Fall auch die Dosierung runterfahren auf zweimal eine und aber dem Körper helfen, das loszuwerden, was er offensichtlich irgendwie nicht verarbeiten kann. Bitte nochmal ganz kurz, da war der Harald auch weg, auf den Candida eingehen. Das ist ja auch mittlerweile eine Volkskrankheit, ne? Ja, der Candida albicans, das ist ein Hefepilz, der sich oft im Darm festsetzt. Wenn die Darmflora nicht stimmt, wenn die Leute Antibiotika bekommen haben, das ist auch schon ein Phänomen, was man wirklich bei Babys und Kindern feststellen kann. Durch diesen Candida im Darm verschiebt sich dann die ganze Darmflora, das Immunsystem, nichts passt mehr zusammen. Also ich mache in der Praxis sehr viel mit Allergie. Oh, irgendjemand hat sein Mikro an, Leute. Guckt mal, ob ihr Mikro habt. Wenn der Hefepilz den Darm quasi überwuchert hat, dann werden die sogenannten Peyerschen Plaque ausgeschaltet. Peyersche Plaque ist lymphatisches Gewebe im Darm und es hat immer überall solche, naja, das sind wie so Areale, wo das halt im Darm verteilt ist. Und die haben ganz viel mit dem Immunsystem zu tun. Ja, und wenn diese Peyerschen Plaque nach und nach eben ausgeschaltet werden, dann wird mein Immunsystem einfach nach und nach immer schwächer oder immer mehr durcheinander. Und dieser Hefepilz, der zeigt sich halt ganz extrem wirklich über Blähungen und über Blähbauch und über das im Grunde, was du erzählst. Deshalb habe ich vorhin gesagt, das kann auch ein Hinweis darauf sein, dass in deinem Darm halt ein Hefepilz sein Unwesen treibt und der jetzt nochmal so richtig angefeuert worden ist. Ja. Okay. Da kann auch, also da würde ich auch in jedem Fall mal einen Stuhltest dann machen lassen. Das machen die Ärzte. Also kannst du zu deinem Hausarzt gehen, kannst sagen, hast einen extremen Blähbauch und du würdest gerne mal einen Pilztest machen lassen. Candida albicans heißt der. Okay. Oder aber man macht einen Selbstversuch, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe da keinen Bock mit meinem Arzt zu streiten, ob der mir jetzt tatsächlich da den Test macht. Man kann auch Nystatin kaufen in der Apotheke. Nystatin ist ein frei verkäufliches Medikament, das nur den Pilz abtötet. Ja? Und davon einfach einmal eine 50er-Packung kaufen. Und dreimal am Tag eine nehmen und nach Möglichkeit aber dann den Zucker weglassen und auch weißes Mehl weglassen. Okay. Weil der Pilz ernährt sich von Zucker. Zucker und kurzkettigen Kohlenhydraten. Also helles Mehl, weißes Mehl und Zucker weglassen. Die Angelika, die schreibt gerade rein, Adiclair dreimal täglich zwei. Also ich arbeite immer mit dreimal täglich einem, aber vielleicht geht es mit dreimal täglich zwei schneller. Ich weiß es nicht. Adiclair, muss man auch dazu sagen, ist das teuerste, ist aber auch das beste. Ja, es gibt ja. Adiclair heißt es. Adiclair steht im Chat, kannst du mal gucken. Okay. Adiclair. Es gibt aber auch natürlich noch andere Firmen, die Nystatin herstellen. Aber mit dem Nystatin klappt es also in aller Regel sehr, sehr gut. Okay. Ja, und dann brauchst du. Das, wenn man mit einem Salzwasser macht oder was, ist das zu wenig, oder? Das ist zu wenig, damit kriegst du den Pilz nicht kaputt. Aber die Blähungen einmal raus, sage ich mal, vielleicht ist das vielleicht das, das kannst du probieren, ja. Okay. Also ich würde jetzt, wenn ich an deiner Stelle wäre, ja, sowas dürfen wir dann immer sagen, dann würde ich mir das Nystatin besorgen und ich würde mir einen Irrigator besorgen, um Einläufe zu machen. Das ist so ein Gefäß mit einem Schlauch und so wie früher, ne, wie vor, ich weiß es nicht, x Jahren Einläufe machen. Und dann ist das Thema wahrscheinlich relativ schnell vom Tisch. Okay. Na ja, super. Ja. Probieren wir das. Probieren wir das aus. Vielen, vielen Dank. Berichte uns. Also nicht zu detailliert, ja, aber berichte uns. Okay. Danke, gell? Danke. Ja, gerne. Ja, danke auch dir, Harald. Haben wir wieder alle was gelernt? Danke, ja, genau.
So, gut. Okay. Ja, möchte noch jemand was erzählen über seine eigenen, ureigenen Erfahrungen oder über die von Bekannten hier mit Lemonine und Co.? Ich sehe zum Beispiel auch teilweise bei bekannten Leuten, wo ich weiß, dass sie das auch nehmen, die sitzen dann im Hintergrund und haben auch noch nie was erzählt, obwohl sie das schon versprochen haben. Ich will jetzt mal auch keinen Namen nennen. Andreas, gell, deine Freundin? Ja. Zum Beispiel. Sabine, du wolltest uns mal erzählen. Hi, traust du dich? Komm. Hi. Ja, ich habe schon mal was erzählt. Hallo, guten Abend. Ja, stimmt, jetzt tue ich dir Unrecht, da hast du recht. Entschuldige. Ja, aber ich wollte noch mal was erzählen. Ja, schön. Also wir nehmen jetzt ja die Sachen schon seit 3 Monaten mittlerweile. Also ich nehme ja Laminein, ja, 4-mal am Tag und Omega und auch Digestiv. Und meine Tochter, die Vivian, die ist jetzt 14 Jahre alt. Die hat, das habe ich schon mal erzählt, die hat ja eine Caseinallergie. Mhm. Also die hat ja Probleme mit Milchprodukten. Die verträgt gar nichts, was mit Milchprodukten, also keine Milchsachen, ne? Kann keine Milch trinken, keine Schokolade essen und so. Und jetzt nimmt die auch seit 3 Monaten die Laminein. Erst eine am Tag, jetzt mittlerweile 2. Und sie hat jetzt schon gemerkt mittlerweile, dass sie schon, also dass es schon ein bisschen gebessert hat mit der Allergie. Mhm. Also sie kann jetzt schon wieder Sachen essen, Käse zum Beispiel mal ein bisschen oder Milch trinken. Das war vorher nicht möglich. Geht jetzt mittlerweile schon. Wir testen das so ein bisschen. Also sie isst jetzt nicht übermäßig Sachen, wo Casein drin ist, also Milchprodukte. Aber wir führen sie da so ein bisschen ran und beobachten das, ob es da noch irgendwelche Reaktionen gibt. Und ja, das Digestiv nimmst du jetzt auch noch dazu, genau. Ja. Ne? Das Digestiv und 2-mal Laminein am Tag. Ja. Und ja, wir gucken mal, ob es da besser wird. Und ja, bisher hattest du auch keinen Sitz gerade neben uns da. Hatte sie auch bisher irgendwie keinen Anfall. Und ja, wir machen es weiter und vielleicht kann sie dann irgendwann mal komplett wieder Milchprodukte essen. Ne? Wir sind da zuversichtlich. Wir probieren es weiter. Ja. Klingt das schön, ja. Gut, dann haltet uns auf dem Laufenden. Und entschuldige nochmal, Sabine, ich habe dir tatsächlich Unrecht getan. Jetzt fiel es mir noch ein. Hm. Nee, aber schön. Und alles Gute für die Kleine. Ne? Dankeschön. Ja, schön. Gut, dann freue ich mich. Haben wir noch mal eine andere Erfahrung gehört? Gibt es noch jemanden? Hat noch jemand was zu erzählen? Dann ratzfatz, machen wir Schluss für heute. Ganz einfach. Freut mich, dass ihr da wart. Ich habe viel gehört. Heutiger Schwerpunkt offensichtlich dann unser Augenheil-Thema. Und schaut es euch noch mal an. Wir haben wieder viel gelernt. Empfehlt uns weiter und kommt gerne wieder dazu und erzählt euch, was euch besser getan hat. Ich wünsche euch einen schönen Abend, habt euch wohl und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.